Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Letzten Part haben wir den Knopfdrucktest gemacht und heute werden wir uns den Reaktor aus dem Reaktor abhauen. Hier entlang. Schön ausladen. Was zum Teufel geht hier vor? Eine Falle. Präsident Shinra. Was macht der Präsident hier? Ihr seid also alle. Wie heißen Sie noch gleich? Avalanche, mächtig gut. Und Sie sind also Präsident Shinra. Lange nicht gesehen? Oh, du. Bist du der von Soldat zu Avalanche gewechselt ist? Ich wusste, du bist mit dem Marco in Berührung gekommen. Ich sehe es in deinen Augen. Sage mir, Verräter, wie heißt du? Doll. Verzeih die Frage, aber ich kann mir schließlich nicht jeden Namen merken. Außer aus dir wird ein neuer Sephiroth. Ja, Sephiroth, er war brillant, vielleicht zu brillant. Sephiroth. Das ist völlig Schnuppe. Das alles wird bald in einem Riesenkern in die Luft gehen. Gesteht euch allen recht. Und was für eine Verschwendung von tollem Feuerwerk. Bloß um solch Ungeziefer wie euch loszuwerden. Ungeziefer! Ist das alles, was dir einfällt? Ungeziefer? Ich schon seid alle Ungeziefer, das den Planeten tötet. Und du bist der König des Ungeziefers, also halt den Mund, du Idiot. Ihr fangt an, mich zu langweilen. Ich habe viel zu tun, ich werde mich also entschuldigen müssen. Ich muss zu einem Geschäftsessen. Geschäftsessen? Komm bloß nicht damit. Ich bin dann lange nicht mit dir fertig. Aber ich habe euch doch einen Spielkameraden mitgebracht. Was ist das für ein Lernen? Das ist die Hölle. Darf ich bekannt machen? Airbuster, ein Technosoldat. Er stammt aus unserer Abteilung für Waffenentwicklung. Ich bin sicher, dass die Daten, die er euren Leichen entnehmen wird, bei unseren Experimenten in der Zukunft tatsächlich äußerst nützlich sein werden. Technosoldat? Also, wenn ihr mich entschuldigt. Halt, Präsident! Egal, wir müssen da was unternehmen. Hilfe, Dollar! Das ist also von Soldat. Auf keinen Fall, das ist nur eine Maschine. Ist mir egal, was er ist. Ich werde ihn fertig machen. Boss Battle! Gegen Airbuster. So, Blitz. Und du kannst auch mal an. Gegenangriff. Hinteres Gewehr. Okay. Gegenangriff. Ja, Airbuster eigentlich einer der wirklich fordernden Bosse damals.
Jawohl. Komm jetzt, Marcel. Machtschlag. Wir müssen ungefähr 200 abziehen. 629. Alter. Wie hat er nicht mal so viel? Alter, 629. Ich weiß ja auch so 200, 250 vielleicht. 629. Scheiße. Titanreif. Nein, Mann! Hä? Es wird explodieren. Komm, Millie, wir gehen. Marcel, kannst du nicht unternehmen? Absolut gar nichts. Tolle, bitte stirb nicht. Bitte, du darfst nicht sterben. Es gibt so vieles, was ich dir noch sagen will. Ich weiß, Millie. Hey, willst du schaffen? Kümmert euch um euch selbst. Ich komme schon klar, aber kümmert euch um Millie. Okay, tut mir leid. Hör auf so zu reden, als ob ich jetzt, als ob es jetzt das Ende wäre. Also dann, bis später. Dolle! Nein, Mann! Scheiße! Ja. Ich würde mal sagen, Spiel ist gelaufen, Dolle ist tot. Bist du in Ordnung? Kannst du mich hören? Ja. Damals kam man mit abgeschürften Knien davon. Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Kannst du aufstehen? Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Mach dir mich keine Sorgen. Sorg dich jetzt nur um dich. Kannst du dich bewegen? Ich versuch's. Oh, es hat sich bewegt. Wie steht's damit? Ganz langsam, eins nach dem anderen. Hallo, hallo? Ich weiß. Hey, wer bist du? Hallo, hallo. Bist du okay? Das ist eine Kirche in den Slums von Sektor 5. Es fiel plötzlich auf mich. Hat mich ganz schön in Schreck versetzt. Es stürzte herunter. Das Dach und das Blumenbeet haben deinen Sturz wohl abgebremst. Du hast Glück gehabt. Blumenbeet, Blumenbeet. Tut mir leid. Geht in Ordnung, die Blumen sind ziemlich widerstandsfähig, weil dies ein heiliger Ort ist. Die Leute sagen, in Midgar weder, dass in Midgar weder noch Gras noch Blumen wachsen, aber aus irgendeinem Grund bringen sie ohne weiteres. Ich liebe diesen Ort. Jetzt werde ich Cloud den neuen Titanreif anlegen. Ja, Titanreif. Nein, Widerstand. Obwohl, ich werde Widerstand nehmen und Blitz kann. Werde ich ablegen, eins davon. So treffen wir es also wieder. Erinnerst du dich an mich? Hab dich noch nie gesehen. Sorry. Ich hätte, du hast es vergessen. Aber ich verzeihe dir, weil du Blumen von mir gekauft hast. Sag mal, hast du irgendwelche Substanzen? Ja, etwas. Oh. Heutzutage kannst du überall Substanzen finden. Aber meines ist was ganz Besonderes, taugt überhaupt nichts.
taugt zu nichts, du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es, aber sie hat einfach keine Wirkung. Ich fühle mich sicher, wenn ich sie habe, sie gehört meine Mutter. Die Substanz ihrer Mama. Hör mal, ich... ich würde gerne etwas mit dir sprechen. Du... fühlst du dich stark genug dafür? Ja. Hör mal, ich würde gerne etwas besprechen. Fällst du dich stark genug dafür? Ja, ist egal. Nach allem, treffen uns also hier wieder, okay? Okay. Du wartest hier, ich muss nach den Blumen sehen. Ich bin gleich wieder. Ja. Wir können es übrigens auch nicht bewegen. Doch, wir können es sogar bewegen. Ich spreche sie mal wieder an. Nur ein wenig länger. Oh! Jetzt, wo du es erwähnst, noch nicht. Wir haben uns einander nichts vorgestellt, oder? Ich heiße. Aeris, nein. Aber A kannst du behalten. Du hast nämlich A. War. Len. Nee. Avalen. Nee, Quatsch. Sieht so komisch aus, Valen. Ich muss mal kurz gucken. Das sieht gerade etwas komisch aus, wirklich. Tut mir leid, aber... es gab wirklich etwas... komisch aus. Es tut mir sehr leid. Doch, A war Lenja, gut. A war Len. Ja. Es sieht komisch aus. Aber A, F, A, V, A, L, E, N, Y, A. A, V, A, L, E, N, Y, A. Naja, aber Lenja. Ich bin einfach Lenja. Das Blumenmädchen. Ich bin einfach Lenja, das Blumenmädchen. Nee. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Dolle. Was machst du? Ich bin der Mann für alle Fälle. Oh, ein Mann für alle Fälle. Ja, ich mache alles, was erledigt werden muss. Scheiße. Jetzt habe ich so eine Einleitung von Porno, Alter. Okay. Was ist so lustig? Worüber lachst du? Ja, ich. Entschuldige, es war nur. Ja, genau. Ja. Tut mir leid, schlechtes Timing von mir, ja. Dolle, ignoriere es doch einfach. Ja. Sag mal, Dolle, warst du jemals ein Leibwächter? Du nimmst wirklich jeden Job, stimmt's? Ja, stimmt. Dann bring mich hier raus. Bring mich nach Hause. Wird Dolle das übernehmen? Das wird Dolle Avalenia. Das ist ihr Leibwächter.